Guten Morgen, liebes Deutschland und Sonstige. Ich sitze gerade im Auto. Ich fahre heute Richtung Miami, habe ein Business-Meeting dort. Und ja, das sind so knapp 2,5-3 Stunden Fahrt und mir ist gerade ein bisschen langweilig. Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe schon länger kein Update mehr gepostet, also so mit Informationen statt nur irgendwie schrulligen Fotos, und dachte mir, ich erzähle mal ein bisschen, was so war jetzt die letzten Tage und Wochen und was bei uns so ansteht die nächsten Tage und Wochen. Hier war ja Thanksgiving. Ihr kennt es aus dem Fernsehen. Eigentlich so, ich glaube, nach Weihnachten und Independence Day oder vielleicht sogar davor, der höchste Feiertag hier in den Vereinigten Staaten. Und der Handyhalter wobbelt ganz schön rum. Also ich hoffe, dass das Handy da hält und nicht rausfällt hier, mein Freund. Anyway, ja, war ganz nett. Wir hatten meine Eltern zu Besuch und waren ein paar Tage hier, haben uns ein bisschen die Gegend angeguckt, haben endlich mal die floridianische Westküste besucht, waren da am Strand, war sehr schön. Ein potenzielles Urlaubsziel. Ach ja, und haben da auch super leckere Currywurst gegessen. Ich glaube, den Link habe ich schon mal geteilt von der Bude. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ein bisschen teuer, aber gut, dafür auch alles hausgemacht und alles, ja, also two thumbs up. Anyway, haben noch ein bisschen Familie besucht an der Westküste, mein Großonkel, und war dann eigentlich auch schon relativ schnell wieder vorbei, leider, der Besuch. Und meine Eltern sind wieder zurück in den kalten Norden und ich bin wieder in die Arbeit. Ja. Für Weihnachten steht der Plan gerade, dass wir den anderen Teil der Familie besuchen, also meine Eltern dort und mein Bruder dort oder meine Brüder dort. Wir werden nach Oklahoma fahren und werden da so 3 Tage. Schulterblick ist wichtig, kann außer mir keiner hier in Florida, habe ich das Gefühl. Werden da ein paar Tage in Oklahoma Weihnachten feiern, vielleicht haben wir Glück und wir haben sogar Schnee. Wie ihr seht hier momentan, das Wetter ist Bombe, sind momentan 68 Grad Fahrenheit. Was ist das in Celsius? 20? Keine Ahnung. Aber es ist ja auch noch früh am Tag. Ja. Wir werden nach Oklahoma hochfahren, wie gesagt. Das sind nur läppische 18-19 Stunden Fahrt, also wir werden zum Auto fahren. Warum soll man da fliegen für die Kurzstrecke? Weil wird realistisch, zu Weihnachten will ich nicht wissen, was die Flüge kosten. Also dafür könnte man halt, ich glaube, 4-5 Mal hin und her fahren und unterwegs noch ein Hotel nehmen. Deswegen. Ja. Ansonsten läuft ganz okay. Ich fahre gerade, wie gesagt, nach Miami runter, habe da heute ein Business-Meeting. Die Chefs aus Deutschland sind da, die Besitzer der Firma. Wir werden einen potenziellen neuen Kunden oder neuen Kunden treffen. Schauen wir mal, ob es klappt. Drückt uns die Daumen. Und vielleicht werde ich heute noch ein bisschen die Füße ins Meer, in den Atlantik hängen. Und dann heute Abend wieder nach Hause fahren. Ja, das ist eigentlich so die ganze kurze Story, das ganze kurze Update, was hier so geht. Ich weiß, ich gebe auch oft genug an mit dem Knorke-Wetter hier. Aber Leute, wir haben 4., 5. Dezember. Und du kannst hier halt easiest mit Sonnenbrille und kurzen Hosen noch durch die Gegend gammeln. Ich habe heute Jeans an. Mal Business Casual, aber damit ihr mal so ein bisschen die Gegend hier seht. Es ist halt schon Knorke-Wetter hier, gell? Ja, das
war's von mir. So ein kurzes Update aus Floridien. Haltet, da liegt ein toter Vogel. Haltet die Ohren steif und schaltet später wieder ein, meine Freunde. Tschüss.